After the success in Italy, reality is about to rear its ugly head. It will happen right here, along the infamous 2.4-kilometer stretch of cobblestone, slicing through the Arenberg Forest in northern France. With 9 screws and a steel plate holding his recently fractured collarbone in place, Grisha Janorske's front tire will burst at 50 kilometers per hour. As violent as it looks, Grisha will walk away from this crash. His steel-reinforced collarbone is intact, but a fractured elbow and deep cuts to his arms and legs mean his spring season is over. Yet it all looked so promising just a few hours ago. But this, too, is cycling. It's the day before Roubaix. The atmosphere within the team is a mix of nervous excitement and cautious anticipation. Ja, auf jeden Fall. Das ist mein World Tour Debüt quasi und das gleich bei der Königin der Klassiker. Schon Wahnsinn. So ein kleiner Traum, der für mich da wahr wird, dass ich morgen am Start gehen kann. Ja, einfach das Niveau ist noch viel höher. Also die ganz Guten mitfahren, dann fahren die vielleicht mit 70 oder 60%, wo bei mir schon 100% stehen. Das sind einfach aus 20 hochprofessionellen Radsportteams die besten Fahrer, die sich auch in ihren Teams durchsetzen mussten, die sich von der Kinder-, Junioren-, U23-Klasse bis überhaupt in den Profibereich durchsetzen mussten. Also es sind alles Ausnahmesportler, die da mitmachen. Und das macht auch dann die Geschwindigkeit und die Herausforderung bei so einem Rennen aus. Es sind einfach die besten Rennfahrer, die es weltweit gibt, die da aufeinandertreffen. Und deswegen ist das ein riesiger Unterschied zu kleineren Rennen. Ja, also ich bin auf jeden Fall besser in Form als letztes Jahr, so allgemein. Die Woche war jetzt ein bisschen verflixt, Flandern gestürzt, ein bisschen Probleme mit der Schulter gehabt, dann war das wieder okay, dann Schnupfen bekommen, Erkältung, jetzt die letzten 2 Tage im Bett gelegen. Aber sehen, also der Kopf ist auf jeden Fall immer noch motiviert fürs Rennen. Ja, unsere Aufstellung hier ist eigentlich die Klassiker-Fraktion. Die haben sämtliche belgische Rennen dieses Jahr schon gefahren, die Eintagesrennen. Und die haben einfach schon mehr Rennen gefahren, auch dieses Jahr, wie die Leute, wo für den Giro vorgesehen sind. Also wir haben ja die beiden Gruppen in 2 geteilt. Aber auch von dieser Gruppe werden sicher noch 1 oder 2 ins Giro-Aufgebot mit einfließen. Ja, man bereitet sich halt hier ganz punktuell vor und ist natürlich auch bezüglich der besonderen Streckenführung hier schon angespannt. Gell? Im Giro, denke ich einmal, wird das alles ein bisschen entspannter losgehen. Das sind schon die großen Unterschiede, dass man heute auf den Punkt fit sein muss. Und im Giro hat man ja doch 21 Etappen. Und das ist eigentlich der primäre Unterschied. Ja. Das sind nochmal Positionen, wo von uns jemand steht, wenn jemand Probleme hat. Reifenschaden oder wo man auch noch mal eine zusätzliche Flasche bekommt und ja auch noch mal die vermeintlich rennentscheidenden Pflasterabschnitte, dass die jeder noch mal sieht. With over 50 kilometers of cobbles, Paris-Roubaix doesn't necessarily require special bikes, but a special bike setup. The mechanics have made 3 significant changes to the team's standard race bikes. They fitted wider, thicker tires to withstand some of the impact of the cobbles. They added an extra layer of bar tape to absorb some of the vibration.
and they taped the bottle cages to avoid the bottles from jumping out at the wrong moment. As the riders make their way to the start line, Grisha explains his race strategy. Mein Job ist ganz klar, auf den ersten Kilometern, die ja, noch ohne Pflaster sind, dass wir da einen in die Gruppe kriegen. Und da habe ich halt die Aufgabe, einen von den starken Jungs am besten in die Gruppe reinzufahren. Also sprich, wenn fünf, sechs Mann vorm Feld sind, es sieht so aus, als ob die gehen, dann nochmal hinspringen mit dem Teamkollegen am Rad und dann, ja, hoffentlich haben wir einen drin, aber das haben wir eigentlich, den Plan haben alle Teams, die nicht vorne sind, am Ende. Ironically, Grisha ends up in the decisive breakaway himself. He feels great, and his hopes are high for a successful day in the saddle. Unfortunately, the recent streak of bad luck continues, and a flat tire at the worst moment possible ends his day abruptly. And evil keeps on coming. After the crash, Ralph gets confirmation that one of his most talented riders and Giro hopeful Leopold Koenig will not be able to ride in May due to a reoccurring back injury. Jan Bartha's victory in Cologne just 2 days after Roubaix is again overshadowed by the news of another Giro hopeful, Marcel Wiese. He too will not be able to ride the Giro due to illness. With two strong riders already out of contention, the challenge to assemble a competitive Giro team has risen once more. Ralph and his team have little time left to make a final selection and announce their 9-rider Giro squad. Will the remaining riders be healthy and strong enough to take on the toughest race in the world? Also das ist nicht meine Woche in Belgien. Passieren wird. Who will make the final Giro d'Italia selection?